Ey, wie macht die das eigentlich? Hm. Die hat da jetzt einfach so Streifen gemalt, aber das sieht halt irgendwie direkt krass aus, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, dass es alles mir ungefähr 2 Stunden gekostet hat, also... 2 Stunden! Ich weiß nicht, wohin tatsächlich, ich finde... Ja, Bett auf den Balkon packen, ist immer eine Top-Idee, Katja. Also genau da würde ich es jetzt auch stehen lassen. Jetzt habe ich das alles zerstört, wie es genau sein soll. Ja, stimmt. Willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und wir reagieren heute auf ein Video, was Katja alleine gemacht hat. Es reicht einfach nicht, dass wir noch zusammen aufnehmen und ich da von ihr genervt werde. Nein, ich gucke es mir jetzt auch nochmal an, was Katja so gemacht hat. Hm. Und die hat ein Haus gezeichnet, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Falls nicht, schaut euch gerne nochmal das Originalvideo an. Aber ihr seht es eigentlich auch jetzt. Also bleibt einfach hier bei dem Video dabei. Und ich bin sehr gespannt, was Katja da so gezeichnet hat. Ich meine, dass Katja gut zeichnen kann, weiß man halt so. Ne? Muss ich leider zugeben, ich gebe es ungern zu, aber man muss es zugeben. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was daraus wird. Also, let's go. Hey Leute, was geht? Seid ihr hier bei Spiel mit mir, Apps und Games? Und Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 von meinem Haus machen. Ja, okay. Leute. Wahrscheinlich labert die jetzt eh erstmal so 5 Minuten am Anfang. Das können wir alles vorspielen. Also, wo legt die denn los mit dem Zeichnen? Also, die hat sich das hier ausgesucht. Da legt die los mit dem Zeichnen. Okay, da machen wir weiter. Ich erstmal irgendwie so ein Exo vermachen wollte, aber dann irgendwann mal einfach nur alles gelöscht habe und einfach nur doch meinte so, okay, ja, das wird ein bisschen ein normales Sofa sein. Ich habe jetzt wirklich alle... Ja, ich muss sagen, es sieht ganz gut aus bisher. Also hätte ich natürlich auch hinbekommen. Mindestens genauso gut, eigentlich eher besser. Aber wir gucken mal weiter. Ein bisschen pink gemacht, also wirklich alles. Es hat alles pink oder es ist rosa, pink, weiß. Es ist, glaube ich, nichts andere Farbe. Aber ich fand es auch richtig süß und so. Und es passt auch zu dem Haus tatsächlich. Ey, wie macht die das eigentlich? Hm. Die hat da jetzt einfach so Streifen hingemalt, aber das sieht halt irgendwie direkt krass aus, ne? So, hätte ich da so Streifen hingemacht, dann sähe das halt irgendwie so aus wie im Gefängnis oder so, mit so Gitterstäben. Und dann sieht das halt einfach so schön aus. Aber ich könnte mir das jetzt auch so 100 Mal angucken. Ich würde es halt trotzdem nicht lernen. Deswegen habe ich jetzt auch wirklich meinen Stil gefunden und ich bin auch froh damit. Ich habe, Leute, ich habe alles in Procreate gezeichnet. Das ist eine App. Aber man muss sagen, man sieht natürlich jetzt erstmal gerade, dass das im Zeitraffer ist. Das, also ich will nicht wissen, wie lange das wieder gedauert hat, das Ding jetzt hier schon zu zeichnen. Deswegen Respekt auch, dass sie das überhaupt so viel Geduld hat. Ich hätte es ja nicht. Für ein iPad? Ich glaube nur für iPad tatsächlich, weil auf iPhone kann ich das, mir das nicht holen. Das gibt tatsächlich nur bei iPad. Ich habe das auf einem iPad gezeichnet. Mal davon abgesehen, dass es auf dem iPhone auch einfach komplett ehrenlos wäre, so ein Ding zu zeichnen. Also mit so einem fetten Daumen, wie soll man das zeichnen? Geht nicht. Probieren wir auch gar nicht erst. In dieser App quasi, wo man einfach nur, das ist einfach nur eine Zeichen-App, Leute. Also, ein bisschen nur zur Klarstellung, diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade gemalt habe, die gibt's gar nicht in einem Spiel. Also, ich habe die einfach so gemalt, weil die können... Ja, wenn es die im Spiel gäbe, dann müsste man die ja jetzt auch nicht 10 Stunden lang malen. Hä? Theoretisch gut da reinpassen und ich persönlich finde die auch eigentlich gut und ich hatte einfach nur Bock drauf, einfach nur mein Design quasi bei Dokabo kann man darzustellen, also wie ich das... Das sieht irgendwie immer so einfach aus, man denkt sich so, ja, 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 könnte ich auch, bis man dann selber so den Stift in der Hand nimmt und dann merkt man so, nee, doch nicht. Mir ungefähr so sehe und wie ich Bock drauf habe. Oh mein Gott, diese Pflanze ist aber so, die ist so schön, ehrlich gesagt, auch so schön geworden. Ich bin auch richtig stolz drauf. Also, die seht ihr gerade noch nicht. Also, die wird gleich schön, aber gleich. Ja, okay, das dauert mir jetzt hier alles so lange. Wir springen mal ein bisschen vor. Ach genau, das ist die Pflanze. Achso, eine pinke Pflanze. So, was machen wir hier? Ein Teppich wahrscheinlich? What? Ja, aber das hat die doch nicht neu gezeichnet, oder? Oder? Das ist kein, ja, es gibt keine Toilette und... Das hat ja wirklich neu gezeichnet. Das sah halt einfach 1:1 aus wie diese Küche in Tokaboka. Also vielleicht wisst ihr, welche Küche ich meine. Da dachte ich schon, so nicht, Katja. Ich dachte schon, da hat jetzt einfach das so 1:1 kopiert, die Vorlage. Hm. Aber man sieht sie ja leider, also ich sag leider, weil ich ja falsch liege damit. Das ist ja wirklich selber gezeichnet. Und kein Badezimmer. Ich dachte, das reicht auch. Respekt. Ich dachte, das reicht auch. Eine Küche sehe ich bei mir auch. Es sind nur 2 Sachen tatsächlich. Also dieses typische Herdplatte mit einem Waschbecken und auch ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank mit einer Mikrowelle. Es ist wirklich drauf. Das seht ihr auch gleich tatsächlich, wie ich das mache. Ich mache gerade nur die Küche. So, eigentlich nichts Interessantes. Aber ich habe das wirklich alles in pink gemacht. Ach ja, natürlich ein bisschen grau ist auch noch dabei. Ja. Das ist irgendwie so voll entspannt dazu zu gucken. Ich merke es so richtig so. Ich muss auch mal dran denken, so zwischendurch nochmal was zu sagen, damit das hier auch eine Reaction ist, weil
Man guckt das so zu und gleich so schläft man so in Ruhe ein und so. Das ist irgendwie so voll so entspannt. Sieht dann ein bisschen besser aus, wenn es in Grau ist. Naja, vielleicht nicht unbedingt, aber... Aber die sieht echt mega krass nach der originalen Küche aus. Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht war, aber falls ja, hätte es doch 1:1 dieselbe. Nur halt nochmal neu gezeichnet. Na gut, aber warum zeichnet man dann die nochmal neu, wenn es eigentlich fast das Ding gibt? Ah, wobei, von vorne sieht die jetzt anders aus. Okay, gut, wir gucken mal ein bisschen weiter. Ich muss sagen, auch das ist vom Style her ähnlich wie die Küchen in Tokaboka. Das Bett sieht aber ganz anders aus. Ach, das war kein Teppich, das war ein Kissen. Okay. So. Allein schon diese Schattierung, ich würde da einfach gar nicht drauf kommen, dass man so eine Schattierung machen kann, damit das irgendwie besser aussieht. Gut, dass ich hier gerade nur drauf reagiere und das nicht selber mache. Ich will nicht wissen. Ich frag die mal, wie lange hat das gedauert? Wie kann man so viel Geduld haben? Weil man sieht doch immer diese Fenster, die zwischendurch aufploppen, die sind so eine Sekunde lang offen und dann auch direkt wieder zu, weil das einfach so schnell vorgespult ist. Ja, Leute, und gezeichnet ist es. Ich habe es tatsächlich heute mal ein bisschen rumgezeichnet. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass es alles mir ungefähr 2 Stunden gekostet hat. Also 2 Stunden? Okay, also ich muss sagen, das ist mega viel Zeit. Ich hätte das definitiv nicht mir genommen, die Zeit. Aber trotzdem habe ich aber noch viel mehr erwartet. Ich dachte eigentlich, dass das wirklich den gesamten Tag gedauert hat. Okay, 2 Stunden geht ja. Wirklich nur das Zeichnen. Es waren mehrere Tage, die ich wieder gezeichnet habe. Aber das war kein ganzes Haus wie im Part. Wie jetzt? 2 Stunden oder mehrere Tage? Nee, das hätte jetzt wahrscheinlich 2 Stunden gedauert. Ich check's nicht. Part 1 habe ich ja wirklich ein ganzes Haus gezeichnet. Und Leute, das seht ihr gerade. Ich habe hier meine wunderschönen Sachen. Ach ja, lol, das ist ja einfach ihr Studio. Gut. Das heißt, die hat für das Haus mehrere Tage gebraucht und für das hier 2 Stunden. Okay, glaube ich, hab's verstanden. Und Leute, natürlich habe ich halt auch noch für euch meine anderen Sachen. Und zwar, guck mal, das ist mein Bett. Das sieht extrem komisch aus, I know. Aber ich setze es jetzt mal, ich weiß nicht wohin tatsächlich, ich finde. Ja, Bett auf den Balkon packen, ist immer eine Top-Idee, Katja. Also genau da würde ich es jetzt auch stehen lassen. Vielleicht, lass mal ein bisschen kleiner machen und ich packe es tatsächlich hier hin. Aber Leute, vielleicht... Hä? Was? Hä? Ich dachte, das war jetzt ein Spaß oder nur aus Versehen, dass sie das da hingepackt hat und dann packt ihr das natürlich ins Schlafzimmer ganz rechts oder ganz links. Was ist das denn? Man ist einfach mit dem Kopf so gerade irgendwie so draußen. Das heißt, wenn es regnet, wird so gerade der Kopf nass oder was? Also was ist das für eine Idee? In Tokaboka, ja, das ist die gerade. Das ist alles quasi drüber gemacht. Jetzt habe ich das alles zerstört, wie es genau sein soll. Ja, stimmt. Aber es ist auch egal, weil ich möchte hier in Tokaboka hier vielleicht nochmal so hinten das hier machen, damit... Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt hier kommt der ganz klassische Katja-Trick. Bei einem Balkon einfach so Gardinen vormachen, damit das aussieht wie ein Fenster, wie so ein Extraraum. Okay, ich habe nichts gesagt. So aus, als ob ich so quasi so ein... Ja, das ist so mein Schlafbereich. Das ist mein typischer Schlafbereich in Tokaboka. Natürlich habe ich hier auch mein Sofa. Ich... weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die hinstelle, weil ich habe doch eine Küche. Ich habe doch eine Küche, Leute. Es wird alles richtig vollgepackt. Deswegen. Ja, so wie es jetzt gerade aussieht, sieht top aus. Also perfekt zusammengestellt. So würde ich es auch lassen. Aber es wird wahrscheinlich noch besser kommen. Oh, was macht denn Claudio da jetzt auf einmal? Hä? Warum ist jetzt der Claudio auf einmal da unten? Das gucken wir uns natürlich an. Das ist richtig riesig. Das musst du klein machen. Ha, Leute, ich versuche es. Tada! Warte mal. Da. Ich stelle es hier hin, weil ich es relativ schön finde so. Oh nein, ich habe es jetzt berührt. 50.000 Jahre später. Ja, das passt. Es ist alles sehr chaotisch. Das geht ja wirklich hier gar nicht voran. Ich spule mal ein bisschen vor. Man will jetzt in einem Raum Schlafzimmer, Sofa und Küche machen, oder wie? Und Gaming-Raum. Pinke Pflanze gemacht. Mir fehlt doch tatsächlich ein Bubble Tea, das Bubble Tea Neon Sign. Mir fehlt ein Kissen und Lampe und eine Uhr. Also eigentlich nur Deko, weil alles andere habe ich schon theoretisch eingesetzt. Oh. Das bleibt ja jetzt die ganze Zeit so.
Also jetzt no front, ne? Gezeichnet ist das natürlich krass, aber hat ihr das jetzt wirklich so angeordnet und dachte so, ja, das sieht gut aus? Irgendwie so, vor allem hier ist doch jetzt immer noch ein Balkon, das sieht man doch, hier sind ja nicht nur so Vorhänge. Das heißt, das Bett ist jetzt irgendwie bei dem Kühlschrank, aber der Kühlschrank ist nicht bei dem Herd und das Sofa steht einfach so in der Mitte. Irgendwie macht das für mich nicht so viel Sinn, wie die das eingerichtet hat. Kissen. Das finde ich schön. Und die Lampe kommt dann quasi auf den Nachttisch. Also so hatte ich das mir... Zumindest das macht Sinn. Boah, Lampe sieht ein bisschen anders aus. Sagen wir mal so, das ist eine andere Katze. Ich wollte eigentlich eine normale Lampe zeichnen, aber dann dachte ich irgendwie so, ich hatte so ein bisschen Inspiration von diesen Squishy-Lampen, aber das sieht halt ein bisschen komisch aus jetzt. Aber ich finde es ist okay. Es ist in Ordnung, Leute. Ich würde jetzt... Okay, das ist jetzt also scheinbar das Endresultat. Gucken wir uns das nochmal an. Also... Wie gesagt, krass gezeichnet, aber ganz ehrlich, an die Einrichtung, da muss man natürlich sagen, das war nix. Also, ich finde, das sieht irgendwie alles so ein bisschen zu sehr zusammengewürfelt aus. Also, Katja, tut mir leid, aber von mir gibt es da keine 5 Sterne. Und ich vor allem, was ich auch sagen muss, der Boden, der passt irgendwie nicht. Oder geht nur mir das so? Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Habe ich jetzt hier zu sehr gefrontet dagegen? Oder seht ihr das auch so? Weil ich finde, der Boden, der sieht irgendwie komisch aus. Das ist irgendwie so ein Gummiboden, mag ich nicht. Aber, trotzdem, aber was natürlich sehr, sehr schön ist, dass es alles in Pink ist. Und die Zeichnung, finde ich, ist halt so schon so ein bisschen in diesem Tukaboka-Stil. Aber trotzdem direkt, dass man sieht, es ist jetzt nicht ein Einrichtungsgegenstand aus dem normalen Tukaboka-Inventar. Und das ist natürlich schon krass. Deswegen muss ich sagen, zumindest das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass geworden. Ja, aber war auf jeden Fall sehr, sehr cool mal zu sehen, weil natürlich eine wirklich coole Idee, mal Gegenstände zu zeichnen. Konnte natürlich auch nur Katja umsetzen, weil Leute... Wenn Claudio und ich das machen, das wollt ihr nicht sehen. Das wollt ihr wirklich nicht sehen. Also falls doch, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Dann machen wir es vielleicht doch. Aber ihr wollt das nicht sehen. Deswegen, ihr wollt das definitiv nicht sehen, wie das aussehen würde. Deswegen machen wir es hoffentlich auch nicht. Aber mal schauen. Vielleicht doch. Dann sehen wir das beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, bis dahin erstmal. Ciao.